sehen, sind wir hier in der Verkehrsleitzentrale von der Stadt Dresden. Wir machen die Tunnelüberwachung und wir haben da den Bramstunnel, das Leitsystem. Hier oben drüber die Videoüberwachung vom Bramstunnel. In der Mitte haben wir einen Bildschirm, wo wir einen sehr komfortablen Schnellzugriff auf einzelne Kameras haben und darüber im Standardfall jetzt den Zufluss in den Waldschlösschentunnel selbst überwachen. Oben drüber ist dann der Waldschlösschentunnel mit der Videotechnik und einen sogenannten Alarmmonitor, wo automatisch das Bild aufgeschaltet wird, wenn im Tunnel irgendein Ereignis festgestellt wird von der Tunneltechnik. Ja, und dann haben wir hier noch den Wiener Platz und Wiener Platz Nordumfahrung. Die ungewöhnlichen Sachen sind dann so Falschfahrer, was für uns aufgrund der Beschilderung eigentlich auch nur schwer erklärbar ist, wie das so im Einzelnen passieren kann. Ja, ist zum Glück bis jetzt, weil dann alle entsprechend auch vor sich, also aufgepasst haben, auch die, die eigentlich nicht falsch gemacht haben, ist da halt hier zum Glück noch nicht passiert.